Im Training geht es mir wunderbar und ich merke Fortschritte, ich merke, dass ich schneller werde, ich merke, dass ich ausdauernder werde und dadurch macht es immer mehr Spaß. Tatsächlich mag ich mittlerweile meine Bergintervalle total gern. Am meisten freue ich mich beim Hochkönigmann auf die Stimmung, auf die Leute, auf meine Strecke, auf die Aussicht. Und dass ich auf die Nacht total im Eimer bin. Auf das freue ich mich so richtig. Den Fortschritt merke ich auf jeden Fall in die Berg, was ich jetzt laufen kann. Früher bin ich bis zur Hälfte gekommen und jetzt komme ich wirklich bis zum Gipfel. Ich merke, es wird immer schneller, es wird immer knackiger, die Höhenmeter fliegen so dahin. Am meisten freue ich mich beim Hochkönigmann auf jeden Fall auf die Strecken. Die ist einfach traumhaft und hoffentlich haben wir ein gutes Wetter, dann wird es eine wirkliche Freude. Ich finde, dass ich mich in der Grundlagenausdauer extrem verbessert habe und man glaubt es nicht, aber dadurch auch wahnsinnig schnell geworden bin auf kurze Strecken auf der Straße. Und das überzeugt mich jetzt schon von dem Training. Ja, genau. Ich freue mich am meisten aufs Panorama, auf die Leute und auf die super Stimmung im Ziel. Durch den Trainingsplan von Thomas habe ich sehr viel Abwechslung jetzt im Training erfahren und ich merke, dass ich auch viel vielseitiger in meinem Laufen geworden bin. Die langen Einheiten mag ich besonders gern. Die Herausforderung war, die Berge mit einzubauen. Ich freue mich am meisten beim Hochkönigmann auf das Eventwochenende, dass ich die Panther 5 nochmal alle sehe. Natürlich und auf dem Pool im Ziel. Bis jetzt geht es mit dem Training recht gut, muss ich sagen. Vor allem, wo ich am Anfang alles gegangen bin, das kann ich den Großteil jetzt rein. Also am meisten mag ich eigentlich die kurzen, knackigen Einheiten, wo ich mal drauf drücken darf, auch im Bergauf. Am meisten freue ich mich beim Hochkönigmann auf dem letzten Downhill aber und dann hoffentlich, wenn ich cool ins Ziel rein und das Ganze geschafft habe.